Michael Mitterlehner Romm. Ich bin seit über 20 Jahren Pauker am Schlagwerk im Musikorchester Salzburg. Und ich möchte Ihnen heute anhand unserer schönen Pauken zeigen, wie man Fälle wechselt. So wie alle andere Instrumente auch gewartet werden müssen, Saiten werden gewechselt, Rohre und Blätter von Holzblasinstrumenten werden gewechselt. So muss auch das Paukenfell in regelmäßigen Abständen gewechselt werden, um optimale Klangeigenschaften zu gewährleisten. Plastikfälle müssen nicht so oft gewechselt werden, die halten Jahre, wenn nichts passiert. Naturfälle, so wie auf diesen Pauken, werden bei uns im Schnitt einmal im Jahr gewechselt. Wir haben 17 Pauken im Orchester, die bei verschiedenen Stücken zum Einsatz kommen. Und ja, da fällt einiges an Fällen und Wechselarbeit an. Wir haben hier ein Ziegenpergament. Diese Pauken werden mit Ziegenfell bespannt. Und wie aus diesem schönen Ziegenpergament ein Paukenfell wird, möchte ich Ihnen gerne zeigen. Jetzt kommt der Point of No Return, der Punkt, von wo es kein Zurück mehr gibt. Und man sollte das nur machen, wenn man sich sicher ist, dass man auch wirklich ein neues Feld zur Verfügung hat. Das neue Ziegenpergament wird jetzt in Wasser gelegt und wird für 15 bis 30 Minuten eingeweicht. Hier in der Mitte liegt ein Becken, ein Zimbel unter dem Fell, damit, wenn das Fell trocknet, das Fell nicht zu sehr gespannt im Rahmen ist, weil sonst würde ich die tiefen Töne später nicht herausbekommen. Das Fell wird jetzt vorfixiert. Das Fell wird jetzt um diesen Fellreifen gewickelt, das heißt, die Enden werden hinten hineingeschoben. Das Ganze hält letztendlich nur, weil das Fell trocknet und sich an sich selbst festzieht. Es wird also kein Kleber verwendet, keine Nägel, keine Schrauben. Bevor dieses Fell bei mir landet, dieses Ziegenpergament, haben sich schon viele Menschen mit größter Sorgfalt und viel Fachverständnis mit diesem Fell beschäftigt, mit den Ziegen. Die Ziegenhaltung ist eine eigene Wissenschaft. Sie dürfen sich nicht verletzen. Jede Narbe dieses Ziegenfells ist eine potenzielle Schwachstelle. Das heißt, es gilt, jede Verletzung der Ziege zu vermeiden. Die Gerbverfahren sind ganz speziell für Paukenfälle. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Ledergerbung für Möbelleder oder sonstige Verwendungsgebiete. Der Ausschuss ist besonders groß, weil nicht jedes Ziegenfell eignet sich zum Paukenfell.
Und diese Ziegenfelle werden dann besonders behandelt, geschliffen auf eine ganz gleichmäßige Dicke, werden vorsortiert und nur die allerbesten Felle, Pergamente, kommen dann als Paukenfell in Frage. Das Werkzeug dafür gibt es nicht zu kaufen. Das muss man sich selber basteln. Ich habe hier so eine Tortenschaufel gekauft, habe die in Streifen geflext und mir dann verschiedene Werkzeuge gebastelt für verschiedene Fellstärken, Reifenstärken und Dicken. Begonnen habe ich mit Schuhlöffeln und habe die so lange geklopft und gebogen, bis sie die richtige Krümmung hatten. Bei der Wahl des Felles, des Tieres, gibt es regionale Unterschiede und die Verwendung des Ziegenfells für die Pauke ist eine österreichische Spezialität. In allen anderen Ländern wird eigentlich hauptsächlich Kalbsfell verwendet. Ich habe auch schon Trommeln, keine Pauken, aber Trommeln mit Haifischhaut oder mit Kamelleder gespielt. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Ziege und Kalb eignet sich am besten. Diese Art der Pauke hat auch etwas mit Traditionspflege zu tun, denn diese Bauweise der Pauke heißt Wiener Pauke, Wiener Kurbelpauke, und wurde Ende des 19. Jahrhunderts von dem Wiener Pauker Hans Schneller entwickelt und ist bis heute eigentlich die Pauke für den Wiener Klangstil, den die Wiener Philharmoniker spielen und viele andere österreichische Orchester. Und wir verwenden diese Pauken nicht nur, weil sie fantastisch klingen und einfach am besten passen zu dem Repertoire, das wir spielen, besonders zur Wiener Klassik, sondern eben, weil es auch der österreichische Klang ist, den wir damit pflegen und fortführen. Jetzt darf dieses Fell für ein paar Tage trocknen. So, inzwischen sind 2 Tage vergangen. Das Fell ist getrocknet. Klingt auch schön und wird wieder nass gemacht. Dafür braucht es wieder Wasser. Das Fell ist nach ein paar Minuten wieder eingeweicht. Der Rahmen, der Reifen hat sich nicht gelockert. Das Fell ist straff über den Fellreifen gezogen. Nur die Schlagfläche ist nass. Dieser Vorgang ist äußerst wichtig, damit sich das Fell beim Trocknen ganz genau an die Konturen des Kessels anpasst. An den Grat, an die Oberflächenstruktur des Paukenkessels. Denn sonst würde das Nebengeräusche geben, die sehr störend sind. Das Ganze wird wieder zusammengebaut. Und feinjustiert. Und dann hoffe ich, nach ein paar Tagen, wenn das wieder getrocknet ist, dass es gut klingt. Und ich hoffe, dass wir, sehr verehrtes Publikum, Sie sehr bald wieder begrüßen können in einem Konzert, dass wir sehr bald wieder für Sie musizieren dürfen.
Ich wünsche Ihnen bis dahin beste Gesundheit und ja, Pauken kommen mindestens paarweise. Und jetzt geht's an die zweite Pauke. Von vorne geht's los.